Ein Filmdokument, von dessen Existenz die Soester lange Zeit nichts wussten. Filmwissenschaftler und Regisseur Viktor Schamoni hatte einige Jahre in Soest gelebt. Seinem Sohn Peter ist es zu verdanken, dass der alte Streifen jetzt den Weg zurück nach Westfalen gefunden hat. Der bekannte Filmregisseur und Produzent brachte den Film seines Vaters aus München mit. Viktor Schamoni hier in Soest gedreht, aber passen Sie ja auf, das ist so, der ist geschrumpft und der springt wahrscheinlich. Ja, das ist doch dieses feuergefährliche. Ja, das Nitro-Material, ja, also stellen Sie sich mit dem Feuerlöscher, aber es ist ja nur, wenn Sie rauchen und eine Flamme da kommt. Der hat so lange gehalten, jetzt wird er das auch noch durchstehen. Thomas Zedler ist im Bürgerzentrum Alter Schlachthof verantwortlich für das Kinoprogramm. Diesmal treibt ihm das Filmeinlegen Schweißperlen auf die Stirn. Immerhin, es ist ein Unikat und das alte Filmmaterial leicht entflammbar. Premiere für ein altes Schätzchen. Vater Schamoni, in Hamm geboren, lernte in Soest seine Frau kennen, eine Werlerin, die gemeinsam mit ihm an Filmprojekten arbeitete. Meine Mutter, die hat ja ein Buch geschrieben, meine Schamonis, und da wird gesagt, dass sie also mit der Kamera durch Soest gegangen sind und einen Film machen wollten über Soest, der aber nie fertig wurde und so weiter. Und dann habe ich mich entsinnt, dass wir irgendwann mal vor 20, 25 Jahren, als wir anfingen Filme zu machen oder schon Filme gemacht hatten, irgendwie eine Schachtel, da stand Soest drauf. Und das lag immer noch in meinem Keller rum. Ich habe das nie angeschaut, weil ich dachte, na ja, was kann das schon sein? Ja. Wissen Sie, welche Intention dahinter steckte bei diesem Film über Soest? Ja, weil mein Vater hier in Soest die ersten Landeslichtspiele, die westfälischen Landeslichtspiele hatte. Und er fuhr mit Filmen von René Clair oder von also gute französische und auch deutsche Filme, auch Charlie Chaplin Filme, die hat er hier in den kleineren Städten und auch größeren Gemeinden, die kein Kino hatten, vorgeführt. Also der hatte so ein Wanderkino sozusagen. Und nebenbei drehte der promovierte Filmwissenschaftler Viktor Schamoni seine ersten Filme.